Oh. Ui. Okay, also. Jetzt explodierst du aber gleich. Yo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fall Guys. Heute wieder mit Antonia, hallo. Dem heiligen Erzengel Antonus. Antonus. Ich muss kurz was loswerden für die, die gleich das schauen wollen. Hier das Spiel werde ich hier einblenden, dann wann es losgeht. Und zwar ist was Dummes passiert. Wir haben, also Antonia und ich haben letztens sehr viel Fall Guys oder ja, halt ein paar Folgen aufgenommen, insgesamt so 2-3 Stunden. Und ich habe gesehen, dass der Gaming-Sound nicht aufgenommen wurde und auch ihre Stimme nicht, also der ganze Desktop-Sound, weil ich jetzt eine Elgato habe und da irgendwie was falsch eingestellt habe. Die Kanäle waren nicht, wurden nicht aufgenommen, übertragen. Das habe ich jetzt gecheckt und da gingen jetzt eben die Folgen verloren, weil ich es nicht gecheckt habe, weil ich eigentlich, die Signale waren ja da, aber wurde nicht aufgenommen und deswegen, ich habe damit nicht gerechnet, dass es das nicht aufnimmt, deswegen habe ich es nicht überprüft. Und einige Scribble.io-Folgen sind auch offline, beziehungsweise sind nicht mehr zu gebrauchen, habe ich jetzt gelöscht. Das waren auch so 3-4 Runden. Also insgesamt locker 4-5 Stunden Content weg. Ja, wir gehen jetzt in eine Runde. Jetzt habe ich mal Soloshow angemacht. Es gibt einen neuen Spielmodus, den machen wir gleich danach. Erstmal normal reinkommen. Und das ist ziemlich scheiße, weil da waren echt coole Sachen dabei. Echt schade. Und was lernen wir daraus? Immer überprüfen. Man darf sich nie sicher sein. Nein, dein Content macht keinen Sinn, wenn man mich nicht mehr hört. Nein, es ist hauptsächlich wegen dem Gaming-Sound. Also, ich finde es eigentlich angenehm, wenn du nicht zu hören bist, aber. Ja. Der Gaming-Sound ist halt wichtig, weißt du? Ja, haben sie jetzt alle gehört. So, Rollweg. Ich versuche, die Folgen nicht mehr so asozial zu machen. Und mich ein bisschen professionell zusammenzureißen. Okay, na dann, viel Erfolg. Dankeschön. Du Siefmauder, ab! Sitz! Okay. Och man, da waren so coole Momente dabei. Ich habe so schön geschrien und so lustige Sachen. So. Ich hab so die waren echt lustig. Die ganzen Sitze aus, die so aggressiv waren, die sind weg. Ich habe meinen Vater umsonst genervt. Hast du nicht sogar oft gewonnen einmal? Ja, ich habe ganz oft gewonnen. Es war alles super spannend. Sogar wir waren zusammen im Finale. Also es sind echt saucoole Sachen passiert. Leute, die könnt ihr jetzt leider nicht mehr sehen. Also ich könnte es hochladen. Ich habe es jetzt zwar jetzt schon endgültig gelöscht, aber ich hätte es hochladen können. Aber es wäre halt langweilig ohne Sound so. Nur mich labern hören, mehr nicht. Naja. Boah, das leckt hart. Ja, es ist komisch. Aber, ich lade gerade was hoch. Shit. Aber gut, das kann dann bei dir nicht der Fall sein. Also nicht das Problem sein. Boah, ich glaube, bei mir ist auch nicht ganz so flüssig. Also, ich weiß nicht, wie weit der Upload ist, aber auf jeden Fall schon weit. Das ist, war jetzt nicht so schlau. Aber naja. Ui. Oh, ich war schon wieder auf der Wand oben. Ist doch aber auch gleich wieder hier so eine schwierige Version. Ja. Aber eigentlich passiert jede Folge was Cooles, von daher, ja, nicht schlimm. Also nicht so im schlimm, aber. Die sind gleich so schwierig. Ja, aber ich bin gleich im Ziel. Ich nämlich nicht. Hm. Und ich am Ende. Voll von den Fäusten. Nice. Das ist man gewohnt von dir. Oh. Nice, bin drin. Alter. Am Ende ist ein Ventilator statt so ein. Ja, du, das. Also die Rollen sind auf jeden Fall schwer. Schwerer als normal. Die sind ziemlich scheiße. Boah! Da tat ich mich jetzt auch schwer. Katapultiere mich einfach rüber. Oh, das war natürlich extrem intelligent, der Sprung. Das war jetzt richtig gut. Oh ja, da wichtig nicht warten. Oh, Antonia wieder auf Speedrun-Modus angelehnt. Oh, schafft sie die erste Runde? Also ich glaube nicht dran. Antonia, ich glaube es nicht. Antonia, du kannst das nicht. Antonia, du bist zu schlecht für dieses Spiel. Antonia, du scheidest jetzt aus. Antonia. Ach, oh! Was? Oh! Was? Nein! Oh, du hättest dich irgendwie noch retten können, aber das. Oh, kritisch. Ich bin auf der Kante gestanden. 13 Sekunden, nee, das hast du nicht mehr. Oh, Antonia, fliegst du wohl raus oder was? Los, du Faust. Ins Ziel. In Tod. Ich bin nochmal. Ich bin beste 20%. Antonia, sag, wie gut ich bin. Du bist so gut, ich bin in den schlechtesten 20%. Boah, der mit dem Kokosnusshelm da. Ah, der ist außen. Okay. Kokosnuss? Ja. Oh ja, das ist wie ein kleiner Cocktail. Der ist nicht mehr drin. Der ist gerade rausgefallen. Hm? Bei mir ist irgendwie alles später gerade. Mhm. Ja, ich hab den noch nicht gesehen, als du gesagt hast, der ist rausgefallen. So, ich glaube, mit Antonia werde ich die Folgen jetzt normalerweise uncut machen. Weil wenn wir über irgendwas reden, jetzt hier, wo ein Schnitt ist,
und dieses Thema dann in die nächste Runde mit reingetragen wird, dann ist es so schwer zu schneiden. Das habe ich in den letzten Folgen gemerkt, die jetzt nicht kommen. Dann macht keinen Sinn mehr. Genau. Deswegen, ja gut, so lang sind jetzt aber da auch die Wartezeiten nicht, oder? Nee. Naja. Ja. Aber schlimme Wörter werde ich ab und zu rausschneiden. Schlimme Wörter? Hast du diese Assi-Folge gesehen, die ich hochgeladen habe? Die Assi-Folge? Habe ich sogar so genannt, die Folge, ja. Folge heißt die Assi-Folge. Was? Das kam letztens, die war, also das war diese eine Folge, wo ich so übertrieben habe, das war so schlimm zu schneiden. Und was willst du jetzt sagen? Wie, was ich sagen will? Weil du übertrieben hast? Der hat ein Gesicht da hinten. Was, ich will gar nichts sagen. Wie, was will ich sagen? Okay. Hey, was willst du? Oh, scheiße. Naja, was sagt man, wenn man das falsch gemacht hat und es einem dann auffällt? Ja, scheiße halt. Ach komm! Das ist doch kacke! Ich weiß nicht, was du von mir willst. Ja, also das halt. Kann ich eigentlich nicht mehr schaffen. Na, nee. Glaube ich nicht. Ah, warum denn nicht rechts? Rechts klappt doch normal. Ich komme in allen Lebenslagen mit einer rechten Einstellung weiter. Mann! Warum bleibt der hängen? Ja, das kann ich nicht mehr schaffen. Ja, komm. Ja, was drücken die mich weg? In der Luft weggedrückt. Du Bastard. Tschüss. El Bastardo. Ich geh zurück. Oh, tatsächlich. Ja, wo schaust denn du hin? Ich dachte, du schaust mir zu. Ich hab nicht so richtig gecheckt, dass du umgedreht hast. Vielleicht habe ich kurz weggeschaut. The fuck? Ich bin die ganze Zeit schon zurückgelaufen. Leute, ich habe bald den Finger, den habe ich freigeschalten. Den unteren Teil. Mhm. Das wissen die auch nicht, haben wir auch nicht mitbekommen. Und wir gucken jetzt neuen Modus. Also es gibt hier 10 Spitzen, Turnier. Na super. Und Sprungbrett. Das haben wir letztes Mal auch gemacht. Nur dieses Sprungbrett ist cool, finde ich. Aber da gab es eine sehr schwere Version. Stimmt, da war das, wo ich mit dem Typ, wo wir zu zweit da waren, wo das runtergefallen ist. Und wir beide runtergefallen sind und er ein bisschen, also ich als erstes in den Schleim gefallen bin. Mann, das war so cool eigentlich, so schade. Das war schon cool. Wollen wir... War so cool, wie du verloren hast, das fand ich einfach richtig geil. Nee. Wir machen 10 Spitzen, okay? Es ist nur, aber nur 10 Spitzen. Aber kann irgendwie... scheiße sein, kann richtig langweilig sein. Ja, nee, aber irgendwie mag ich das 10 Spitzen spielen mittlerweile. Oh, du hast blau. Ja, ich habe eine neue Farbe bekommen. Cool, oder? Nee. Nichts, was ich mache, kann jemals cool sein. Nee, du bist Antonia. Oh, 25 nur? Mit 60 Leuten auf den... Ja, stimmt. Plattformen. 25 ist schon viel für das Spiel eigentlich. Hm. Das kommt ja auch eher immer Richtung Ende. Mal gucken, wie viele weiterkommen. Ich sag 15. Und dann danach noch kommen 8 weiter und dann das Finale. Hm. Ich glaube, es sind eh nur 2-3 Runden. Also ich werde dich sabotieren, ne? Ich glaube, die Runde haben wir noch nie zusammen gespielt. Dieses Spiel, oder? Doch. Oder? Nicht oft. Nicht, doch, ich glaube schon, aber nicht oft auf jeden Fall. Hm. Deswegen, ich werde dich sabotieren. Amogus. Amogus tot. Oh, Antonio. Ich werde dich so nerven. Du kannst auch nicht weg, ne? Das ist das Nice. Alter, was ein Gerangel. Gangbang. Oh, shit. Gangrape. Oh, okay. Einmal versuche Antonus. Sich zusammenzureißen und dann. Ja, komm, das kann ich nicht rausschneiden. Antonia. Ich mache mir, glaube ich, gerade keine Freunde, weil ich alle schubse, aber ich will dich vor allem halt schubsen, ne? Komm jetzt hier. Ja, komm, mach doch mal. Oh. Oh. Yeah. Ja, bist du. Alter. Bist du runtergefallen? Ja, aber ich bin qualifiziert. Ich glaube, Ich hab irgendwie die Ziele berührt. Ich bin auf jeden Fall unverdient, dass ich mitgekommen bin. Okay. Ein Kaktus. Siehst du auch den Kaktus da? Oh ja, ein Kaktus. Ja. Der ist ja cool. Das sieht aus wie eine Gurke. Mit Stacheln. Ja. Oh, diesmal mit den. Mit den Rollen. Antonia! Das ist kein jugendfreundliches Wort. Warum? Doch ein ja, das war. Ja, ist gut. Das ist, als würde ich arm sagen. Antonia! Oh, ich habe direkt den Weg gefunden. Arm. Ja, arm ist auch nicht jugendfrei.
Okay, was war gerade das Thema mit Gurke, Stacheln? Was haben wir gesagt? Ein Kaktus sieht aus wie eine Gurke mit Stacheln. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich weiß nicht. Du lenkst mich ab. So bin ich. Ja, mit deiner Dummheit. Oh, Antonia. Oh, ich schub's dich da runter. Mann! Da dir bitte nicht. Oh, ich schub's dich! Ah, das gibt's nicht. Oh, das ist schwierig. Ich weiß nicht wohin. Oh ja, okay. Ui. Oh, wenn da jetzt. Eieieiei, das ist ja kacke. Alter, nein! Ich bin da runter. Ey, das ist ja übel schwer. Wie hast du das geschafft? Das kann ich nicht mehr schaffen. Wie hast du das geschafft? Mich hat. Warte, oh, vielleicht. Hatte ich die. Die ja, hatte ich die Rolle reingeschoben. Ja, ja, aber das ist ja. Oh, ich weiß nicht mehr, wo lang. Das kann ich noch theoretisch schaffen. Ja, ja, der fällt. Oh, ich kann das der Letzte werden. Ja, das ja, geht ja nicht. Komm. Wie schwer ist das denn? Wie kacke ist das denn, dass da der Weg ist? Am Zeitlimit wird scheitern. Das schaffen die auch nicht. Das ist viel zu schwer. Hä, hey, wie hast du das denn geschafft? Das war, glaube ich, ein richtig krasser Zufall. Hä, hey, aber mal ehrlich, das ist eigentlich unmöglich. Wie soll das gehen? Schau mal, wie macht der das? Hä? Der Roller hat mich einfach mit rüber geschubst. Ja, ich habe es auch zwar probiert mit dem Schubsen, aber der hat mich immer runtergeschubst. Da hattest du aber massiv Glück. Ja. Okay, jetzt kommt Finale. Wahrscheinlich Antonia im Finale. Das ist eine Sensation, meine Freunde. Sowas hat die Welt noch nicht gesehen. Aber was gibt's jetzt noch für eine noch schwierigere Version davon? Kommen da jetzt noch Früchte vom Himmel oder was? Weiß nicht, ob das noch schwerer werden muss, aber... Stimmt, das gab's, glaube ich, auch. Oder nein? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ah, Todus! Abonnement! Oh, mein Abonnement ist abgelaufen. Dein Abonnement ist abgenommen. Mein Abonnement. Ah, ist das gleiche, okay. Aber diesmal, also das war halt auch Pech einfach, dass das da genau bei der Rolle war. Vielleicht ist der Weg ja diesmal in der Mitte. So, jetzt wird's spannend. Ah, ich glaube, es ist, ja, Finale. Das heißt, der Erste, der im Ziel ist, hat gewonnen. Krass. Am Anfang kam er ja noch tryen so. Oh, der hat Glück. Okay. Links, muss links sein. Okay. Mhm, oho, okay. Rechts? Ich sag rechts. Ja, genau. Ja, oh. Eieiei, Antonia. Nicht zu mutig. Nein, Antonia, nicht zu übermutig werden. Übermütig. Oder? Übermutig oder übermütig? Übermütig, aber übermutig finde ich auch gut. Ja. Okay, Antonia, konzentrier dich. Links. Nein, link, nicht links. Warte auf die, was die machen. Mach nichts. Komm schon, geh mal immer nach links. Nee, rechts. Rechts, jetzt rechts. Es muss ja eine entweder oben, rechts, links oder unten sein. Schräg gibt's das nicht. Oh. Warten. Jetzt links, links. Ah, ist zu spät. Ah, schade. Ja, das aber auch. Da wird, also, das ist Try and Error, weil, Junge, du musst so einfach Mut haben und wenn du verkackst, hast du halt verkackt. Und wenn nicht, hast du halt gewonnen. Ja. So ein 50-50-Ding. So, Leute, wir sind im Menü und jetzt machen wir den Sprung. Ach, Sprungbrett heißt der Modus. Okay, da ist nur dieser Sprungclub drin. In verschiedenen Abwandlungen, Versionen mit Ventilator, mit goldenen Dingern, mit zack, zack, da werden immer mehr und alles. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sehr schwer, sehr geil. Mal gucken. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. So, die erste Runde Sprungclub, da sind wir ziemlich viel. Ich glaube, was waren das? 25, 30 oder so? 30, glaube ich, ne? 30, ja. Ja. Das sieht aber 0 nach 30 aus, aber es sind 30. Krass. Eieieiei, das ist doch das Schwierige daran, dass es so viele sind. Aber das sieht doch nicht aus wie 30, jetzt mal ernsthaft. Wahrscheinlich sind ein paar gelieft oder so, keine Ahnung. Okay, einer ist schon ausgeschieden. Hier ist wieder die Sushi-Rolle. Oh, diesmal aber mit das gleiche. Ich werde Antonia, die heilige Antonus sabotieren. Ich werde eine Todessünde begehen. Einen Erzengel darf man nicht in den Schleim stoßen. Oh. Steht in der Bibel, genau so. In der Vollgeist-Bibel. Ein Erzengel darf man nicht in Wird schon schneller. Mit einem Erzengel darf man nicht Vollgeist spielen. Außer er muss kacken. Ey! Gegen die Leute gestoßen. Oh, das wird schon knapper hier. Oh, was mache ich? Was mache ich? Das war dumm. LOL, ich wäre gestorben. 2 Sekunden länger und ich wäre gestorben. Unfair. Ach, du bist auch noch drin? Ja. Unfair. Aber ganz fair. Nein, das war total unfair, weil du hast die ganze Zeit die Leute sabotiert. Fair and square. 24. Antonin, du darfst in dem Spiel nicht die Leute festhalten, damit machst du ja keine Freunde. Mit welchen Wörtern würdest du dich selbst beschreiben? Männlich. 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 Nur männlich.
Okay, nochmal Sprungclub. Diesmal glaube ich mit 3 von den Grünen. Ich glaube, es ist immer gleich der Ablauf, oder? 2. Nein, immer und noch 2. Aber ich glaube, die nächste Runde ist schon Finale eigentlich, oder? Na, kommt davon, wie viele rausfallen. Ah, nee, doch noch mit nicht. Mit den Goldenen. 5. Nee, dann, nee das, dann ist danach das mit den 3 wahrscheinlich. Wie du mich ignorierst, ey. Assi. Mhm. Tonia! Tonia! Antonia! Ah, nee, voll. Nee, doch. Vorhin waren es auch 2. Was? Nee, vorhin war es doch nur 1. Ja. Ein grünes. Ja, oh, dann macht, dann wird's Sinn. Mach. Gesehen! Okay. Okay. Sieht Ich bin außen. Bist du runtergefallen? Ja. Oh Mann. Macht eigentlich keinen Sinn, aber okay. So, wir schauen. Was ist passiert? Ja, keine Ahnung, was das jetzt war für ein Quatsch. Übelst Wacker tot. Okay, wir schauen der Antonia zu. Ist ja egal, ich wollte eh nicht mehr. Mhm. Ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte das alles nicht mehr ein. Jetzt kommt das wahrscheinlich mit den 3 grünen Stäben. Tut mir leid, wenn ich hier meinen Haaren so rumfutzel. Ich hab hier nur ein paar Löckchen. Schneelöckchen, Weißflöckchen, wann kommst du gehen? Entschuldigung, das wird rausgeschnitten. Antonia, mach weiter, komm. Konzentrier dich. Da hättest du durchgehen müssen. Das dauert zu lang. Da musst du durch. Ja. What? Antonia! Was machst denn du da? Hä? Was machst du? Was passiert hier? Was? Wie sah das aus? Was ist da gerade passiert, Antonia? Och, Anto, was machst du? Hä? Was ist da gerade passiert? Das sah bei mir so verbuggt aus. Wenn du in dem Stab hängst, kommst du nie wieder Ja, aber bei mir bist du so hin und her geglitscht in dem Stab und so. Du warst schon tot. Also, what the fuck? Das sah komisch aus. Schau, das musst du dann in der Folge schauen. Das sah richtig komisch aus. Ich glaube, du hattest einen Schlaganfall dort. Das war's von der Folge. Mach's gut und tschüss.